Schauen wir mal auf den möglichen Koalitionspartner, die SPD. Da zeichnet sich vor dem Parteikonvent heute in Berlin ein Basisentscheid über die Bildung einer großen Koalition ab. Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel will dem Konvent vorschlagen, erstmals in der Parteigeschichte alle Mitglieder über Schwarz-Rot auf Bundesebene mitentscheiden zu lassen. Erhard Schärfer dort im Willy-Brandt-Haus. Was gibt es noch an neuen Meldungen von der SPD? Wohin bewegt man sich? Das reicht doch erstmal, finde ich, Stefan Kulle. Also im Moment haben wir keine neuen. Das sind die neuesten Neuigkeiten. Also das ist auch noch nicht bestätigt, noch nicht so endgültig. Die Vermutung lag nahe und sie lag auch in der Luft. Nun kommt um 16 Uhr der Vorstand hier zusammen. Die Vorstandsmitglieder sind in den vergangenen Minuten auch alle eingetroffen. Dann wird man in diesem Kreis beraten, inwieweit man dann den Vorschlag, den Sigmar Gabriel offenbar gemacht hat und über den in verschiedenen Kreisen in den vergangenen Tagen auch schon intensiv diskutiert worden ist, dann dem Konvent vorliegen wird, der dann um 18 Uhr zusammenkommt. Und dann wird man sehen, wie genau dieser Prozess dann ablaufen wird. Unter anderem dazu habe ich vor wenigen Minuten sprechen können mit dem Landesvorsitzenden der SPD Bayerns, mit Florian Pronold. Herr Pronold, es gibt erste Meldungen, die besagen, dass die Parteispitze sich dafür ausspreche, dass es zumindest Sondierungsgespräche, wenn nicht gar Koalitionsverhandlungen mit der Union geben soll. Können Sie uns das schon bestätigen? Wir haben gleich den SPD-Parteivorstand, da werden wir darüber beraten. Ich gehe davon aus, dass wir Sondierungsgespräche natürlich führen, aber dass wir ganz klare inhaltliche Bedingungen dafür als SPD benennen, was denn da passieren muss. Wir sind ja nicht wie die Kanzlerin, der alle Inhalte wurscht sind, sondern die SPD ist eine Programmpartei und wir haben unser Wahlprogramm ja unter breiter Beteiligung der Mitgliedschaft und der Bürgerinnen und Bürger erstellt. Und deswegen ist für mich nicht nur wichtig, dass wir Sondierungsgespräche beginnen, sondern sollte das weitergehen, dass zumindest am Ende sollte es zu einem Koalitionsvertrag kommen, dass alle Mitglieder darüber entscheiden können, ob das da drin steht, was Sie sich vorstellen. Vor diesem Hintergrund, mit welchen Forderungen, mit welchen Erwartungen gehen Sie denn als Landesvorsitzender Bayern dann heute in den Vorstand, als auch anschließend in den Konvent? Ich möchte, dass wir klar definieren, welche Punkte für uns zentral sind. Ich kann mir vorstellen, dass das ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn ist, dass das das Thema mehr Geld für Infrastruktur ist, dass wir vernünftige Betreuung ohne Betreuungsgeld wollen und, und. Das sind alles Dinge, die wir auch in unserem Wahlprogramm stehen haben. Aber wir müssen ja jetzt entscheiden, mit welchen gehen wir in Koalitionsverhandlungen. Das, glaube ich, ist das Zentrale. Und das Wichtigere ist, dass zum Schluss auch alle unsere Mitglieder beteiligt werden, über das Ergebnis zu entscheiden. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, die Basis, die Partei insgesamt zu beteiligen. Der Konvent ist eine Variante, eine Mitgliederbefragung ist eine Variante, der Mitgliederentscheid ist sogar eine. Und nun lesen wir heute, dass möglicherweise am Ende von Koalitionsverhandlungen, so sie denn zustande kommen, die Partei entscheiden soll, möglicherweise mit wirklich in einem Entscheid. Also richtig verbindlich auch. Halten Sie das für den richtigen und gut entscheidenden Weg? Ich glaube, dass wir den ganzen Prozess so gestalten müssen, dass viele mit eingebunden sind. Wir haben unser Programm ganz breit erstellt und deswegen muss auch ein möglicher Prozess hin zu einer Koalition so behandelt werden. Das heißt, dass jetzt selbstverständlich die zuständigen Gremien, auch der Parteikonvent, öfter tagen, auch im Laufe der Verhandlungen. Und das Zweite ist, dass aber am Ende ein Votum, eine Befragung der Mitglieder, aller SPD-Mitglieder besteht, weil sie haben alle mitgekämpft und sie müssen auch entscheiden, ob das, was man ausgehandelt hat, ausreicht, um in eine große Koalition dann möglicherweise zu gehen. Ich frage es nochmal nach, weil Sie jetzt gerade auch den Begriff Befragung wieder verwendet haben. Ein Mitgliederentscheid ist, wenn ich Ihre Satzung richtig verstanden habe, das viel verbindlichere Instrument, das man ziehen könnte. Also was ist Ihrer Meinung nach wichtiger oder was muss es sein? Reicht die Befragung oder muss es auch ein Entscheid sein? Ganz ehrlich, das ist Kupfwegsprunger, wie man in Bayern sagt. Wenn eine Mitgliederbefragung rausbringen würde, dass das keine Mehrheit findet, hat das dieselbe Wirkung, als wenn es ein Mitgliederentscheid wäre. Es könnte keine Parteiführung mehr, wenn ihr die Mehrheit ihrer Mitglieder ein Jet gegeben hat, da reingehen. Ich glaube aber, dass dieses Szenario gar nicht eintreten wird, sondern dass wir ordentlich verhandeln. Und ich kenne ja Angela Merkel, die hat ja jetzt im Wahlkampf so viel getan, um zu tun, als würden sie die Themen der SPD alle übernehmen. Deswegen kann sie ja doch gar nicht so schwer fallen, bei Koalitionsverhandlungen auch alle Themen der SPD zu übernehmen. Und deswegen werden sich zum Schluss unsere Mitglieder freuen, wie viel wir durchgesetzt haben. Und dann sehen wir weiter. Das wäre der Idealfall für Sie. Letzte Frage, und weil Sie den Wahlkampf erwähnt haben. Es gibt viele Stimmen in der Partei, auch in der Fraktion unter der Woche, in der ersten Fraktionssitzung mit der neuen Fraktion, die sagen, es wird langsam auch mal Zeit, dass wir uns fragen, was da eigentlich schiefgelaufen ist, warum wir das zweitschlechteste Ergebnis eingefahren haben seit 1949. Diese Diskussion, müsste die nicht auch mal langsam stattfinden?
Selbstverständlich. Ich gehe davon aus, dass wir erstens das heute machen, dass wir das in der Fraktion übrigens sehr ausführlich schon gemacht haben. Und das gehört auch in die Breite der SPD. Und ich glaube, das kann man wunderbar kombinieren mit der Debatte auch über die Frage, was setzen wir durch in möglichen Koalitionsverhandlungen. Wenn wir sehr intensiv wieder mit der Basis sprechen, dann ist das eine gute Gelegenheit, beides auf einmal auch zu machen. Danke, Herr Pronold. Soweit also Florian Pronold, Landesvorsitzender in Bayern, zum Verfahren und auch zu dem, was er für wichtig hält in diesem Prozess, der jetzt ansteht und über den jetzt im Moment im Vorstand diskutiert wird, um 18 Uhr dann im Konvent. Es gab weitere Stellungnahmen vor den heutigen Sitzungen. Wir haben eine noch rausgepickt, nämlich die von Hubertus Heil, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Bundestagsfraktion. Der Konvent muss heute über das Wahlergebnis beraten. Das ist kein einfaches, gar keine Frage. Und er muss Entscheidungen treffen, wie es weitergeht. Und dazu gehört aus meiner Sicht klarzumachen, dass es keinen Automatismus für eine große Koalition gibt, sondern dass wir die Entscheidungen treffen anhand unserer Inhalte, unserer Überzeugung, mit denen wir in den Wahlkampf getreten sind. Und wir setzen auf ein Maximum an Beteiligung in der SPD. Das ist, glaube ich, der richtige Weg. Und dazu wird es, glaube ich, heute auch eine gute Diskussion geben. Es ist wichtig, dass klar ist, in der SPD gilt zumindest, wir sind eine demokratische Partei. Bei uns gibt es kein Ordre de Mufti und schon gar kein Ordre de Mutti, sondern wir entscheiden anhand unserer Überzeugung. Das ist eine Frage von Glaubwürdigkeit. Wir sind mit klaren Positionen in diesen Wahlkampf gezogen. Wir sind auch dafür angetreten, dass nicht schwarz-gelbe Politik fortgesetzt wird oder als Stützrad der CDU, sondern wir kämpfen für unsere Überzeugung und wir stimmen das miteinander demokratisch ab in der SPD. Ich finde, das ist ein richtig guter Weg. Wir werden heute über das Wahlergebnis beraten, werden die weiteren Schritte miteinander besprechen. Wir werden uns mit Sicherheit nicht Gesprächen verweigern, aber das sind auch keine Koalitionsverhandlungen. Das wären im Fall der Fälle Sondierungsgespräche. Dann wird man sehen, ob Grundforderungen der SPD mit der CDU überhaupt machbar sind. Und dann gilt es erneut, im Parteikonvent zu beraten, zur Entscheidung zu treffen, ob dann möglicherweise Koalitionsverhandlungen Sinn machen oder eben nicht. Alles Weitere besprechen wir dann. Ich glaube, dass heute deutlich wird, dass die letzte Entscheidung von einem Mitgliedervotum auch abhängig gemacht wird. Das finde ich auch in Ordnung in der besonderen Situation. Sigmar Gabriel macht einen richtig guten Job. Er führt, er orientiert, aber er führt auch zusammen. Und das ist das, was die SPD braucht. Ich glaube, dass die Grundorientierung deutlich wird, dass das, was wir im Wahlprogramm, vor allen Dingen auch im 100-Tage-Programm gesagt haben, unsere Position, die vor der Wahl wir deutlich gemacht haben, auch nach der Wahl gelten. Da gibt es sozialdemokratische Kernforderungen. Das müssen alle Beteiligten wissen, dass wir für unsere Überzeugung eintreten. Das betrifft, wie gesagt, die Frage des gesetzlichen Mindestlohns beispielsweise, aber auch Fragen, die was mit der Zukunft dieses Landes im Bereich der Energiepolitik zu tun haben. Soweit also Hubertus Heil, der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion. Er hat auf einen Punkt hingewiesen, der auch eine große Rolle spielen wird heute und der möglicherweise dafür sorgt, dass das eine lange Nacht werden könnte. Ich sage es mal mit aller Vorsicht, nämlich, dass die Delegierten, die heute hier zusammengekommen sind, aus den Bezirken auch über das schlechte Wahlergebnis und dessen Zustandekommen diskutieren wollen und das dann auch werden, wenn sie es denn wollen. Aber eben auch über den weiteren Weg hin zu möglichen Koalitionsverhandlungen mit der Union. So viel für den Moment aus dem Willy-Brandt-Haus. Wir sind spätestens so 17:45 wieder für Sie da. Bis dahin zurück zu Stefan Kulle.